Geheimtipp, wenn Sie mehr erfahren wollen über Medizin, dann einfach bei Wikisana reinschauen. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, heute zu unserem Format Naturmedizin. Heute widmen wir uns mal dem Thema Entgiftung. Vor allen Dingen, was B3 damit zu tun hat und wie wir durch Hitze und Wärme vor allen Dingen die inneren Entgiftungsprozesse noch mal richtig gut unterstützen können, das erfahren wir heute. Bleiben Sie dran. Hallo schön, ihr beiden, dass Hallo, ihr wieder Corinna. Da seid. Liebe Nicola, lieber Kurt. Schon ein bekanntes Team, sagen wir mal. Wir hatten ja schon schöne Interviews, vor allen Dingen die Kombination aus dieser, ja, sag ich mal, Infrarot-Thematik, diese Tiefenwärme, Entgiftungsprozesse kombiniert mit dieser B3-Niacin-Kur. Das war natürlich ein Riesenerfolg, haben auch schon viele Menschen kommentiert. Und deswegen dachte ich, wäre schön, wenn wir noch mal da wirklich so ein bisschen in die Tiefe einsteigen können. Wie war jetzt so, Kurt, für dich so die Resonanz zu dem Thema? Also sehr schön, eben auch mal nicht nur ich alleine, sondern erweitert. Und das Thema Entgiftung wird immer wichtiger, wird auch mir immer mehr bewusst, wie grundlegend das ist für die Gesundheit. Und da haben wir uns entschlossen, dass wir heute den Beitrag leisten, einfach das Thema nochmal anzusprechen, zu sensibilisieren. Weil Entgiftung ist so, es gibt 3, 4 Säulen der Gesundheit und da ist ein entgifteter Körper ist eine Säule, weil solange der Körper belastet ist, sei es durch Gift oder andere Belastungen, kann er nicht normal funktionieren. Und mir ist einfach aufgefallen, dass in den Beratungen viele Menschen zwar glauben, sie sind vergiftet, aber das nicht wissen und dann Maßnahmen ergreifen, die dann teilweise nicht helfen. Und da wollte ich einfach mal sagen, solange man nicht genau weiß, wie der Vergiftungsstatus ist des Körpers, würde ich auch abraten, irgendwelche Maßnahmen zu ergreifen. Natürlich das persönliche Gefühl, das spielt auch eine Rolle und es gibt Symptome, die eindeutig auf Vergiftung hinweisen. Mhm. Aber mir ist einfach wichtig zu sagen, Entgiftung ist etwas, das sag ich mal pauschal, wahrscheinlich jeden betrifft, weil wir durch unsere Lebensweise, und die wollen wir auch nicht ändern, uns gezwungenermaßen vergiften. Und es ist für mich so eine Basisbelastung und mein tägliches Training ist auch teilweise eben die Entgiftung. Also heißt, ich schaffe es nicht mehr, den natürlichen Fluss wie vor 10.000 Jahren aufrechtzuerhalten. Und mein Appell ist einfach, widmen Sie dem Thema Aufmerksamkeit, nicht in Panik, aber einfach, okay, ich mache das mal recht systematisch und das kann man systematisch. Man kann mit Coaches wie die Nicola kann man das angehen, man kann selber Messungen machen, wie ich das auch mache. Aber einfach das Thema Entgiftung ist wichtig, weil das eine Ursache ist für viele, viele Krankheiten. Es gibt gewisse Beschwerdebilder, die müssen nicht von der Entgiftung kommen, aber können. Und wenn ich jetzt zum Beispiel das Thema Müdigkeit nehme. Müdigkeit hat ein paar Ursachen. Die Vergiftung ist eine. Solange ich jetzt aber nicht genau weiß, ja, welche Einflussfaktoren beeinflussen meine Müdigkeit, wird es natürlich ein Blindflug. Mhm. Und Blindflüge führen immer irgendwann zum Absturz. Und da kann man bei der Entgiftung, habe ich auch ein Interview gemacht, wie messe ich meine Gesundheit, kann man wirklich gut mal schauen, wo stehe ich. Und wenn ich dann weiß, wo ich stehe, weiß ich, okay, wie viel muss ich machen oder muss ich woanders ansetzen? Muss ich vielleicht bei der Ernährung ansetzen? Und das ist einfach das, was ich jetzt da den Zuschauerinnen und Zuschauern geben möchte. Das ist ein Thema, bitte nehmen Sie das ernst und widmen Sie dem gewissen Raum, denn ein entgifteter Körper ist die Basis für alle weiteren Maßnahmen. Solange ich den Körper negativ beeinflusse durch Vergiftung, wird alles, was ich mache, genau auch negativ beeinflusst. Weil ein vergifteter Körper ist beschäftigt mit den Giften und kann die anderen Impulse, die man ihm geben will, gar nicht richtig umsetzen. Und das ist so, dass da haben wir uns gesagt, da machen wir was, dass man die Leute einfach sensibilisieren. Wir haben ja auch 3 spezielle Jahre hinter uns mit diesen Tierchen, die da rumgeflogen sind. Die Tierchen, genau. Und das hat dazu beigetragen, dass wir uns vergiftet haben, zum Beispiel auch mit eigenen Ängsten. Und das ist auch ein Gift. Also das ist so die Basis unseres heutigen Beitrages. Super. Nicola, du begleitest ja wirklich Menschen in diesen Entgiftungsprozessen. Du hast ja so eine Deep-Detox-Kur, die du wirklich in Kombination mit der Wärmekabine natürlich nochmal erfolgreicher umsetzt.
Wie war es bei dir jetzt so nach den letzten Sendungen? Was kam da für Menschen? Gibt es da Erfahrungsberichte, Prozesse? Was passiert überhaupt bei der Entgiftung? Wenn du es noch mal kurz beschreiben könntest auch. Also erstmal zu den Rückmeldungen von den Menschen. Das war ganz oft, warum gibt es das nicht mehr? Warum habe ich dich nicht früher entdeckt? Und es waren ganz oft große Veränderungen. Ich hatte jetzt neulich jemand, die hat gesagt, schon nach 2 Wochen, oh, ich habe eine schnellere Reaktionszeit im Auto. Und irgendwann meinte sie, es ist wie, als wenn jemand im Hirn ein Licht angeknipst hätte. Oder viele Menschen nehmen wirklich ab. Es ist immer wieder, dass man nimmt meistens 2-3 Kilo während der Detox ab. Das kann man danach wieder draufkriegen oder man kann das Abnehmen weitermachen. Aber grundsätzlich ist es immer wieder die Erfahrung von, ich wusste nicht, dass das, was ich habe, von einer körperlichen Vergiftung kommt. Und es kann eben auch sein, bei einer Kundin, die konnte nie loslassen, wenn ich die angefasst habe, ich arbeite ja auch körperlich, die war immer fest und das kennen bestimmt ganz viele Menschen. Nach der Entgiftung kann die plötzlich locker lassen. Also da geht dieses Festhalten weg und das war nicht sie, das war nicht mal die Psyche, was ich vorher immer gedacht habe. Das waren Vergiftungserscheinungen eigentlich. Und so ist es bei ganz vielen Sachen. Und das merkt man oft erst nach der Detox oder auch nach einer längeren Entgiftung in der Infrarotkabine, dass diese Alterszippeleien, dass diese Beschwerden und manchmal auch Schmerzen und chronische Sachen, dass die von einer Vergiftung kommen. Wie kann ich mir vorstellen, wie läuft so eine Detox-Kur ab? Genau, man nimmt mit mir Kontakt auf, wir besprechen alles. Und in dem Moment, wo man sie dann anfängt, nimmt man jeden Tag Niacin, also Vitamin B3, mit Flasch. Das ist ganz wichtig, sonst funktioniert es nicht. Warum mit Flasch? Da habe ich auch immer wieder aber Fragen gestellt bekommen. Oder wir haben es ja auch gesehen in den YouTube-Fragen. Es gibt verschiedene Arten von Niacin und die ohne Flasch. Die funktionieren nicht so entgiftend oder auch gar nicht entgiftend. Und es gibt auch, ich weiß nicht, inwiefern das über Studien belegt ist, aber von dem Dr. Yu zum Beispiel, der auch mit der Detox arbeitet, der sagt, Niacin wird immer wieder eventuell in Verdacht, steht immer wieder in Verdacht, die Leber zu schädigen. Und das wurde mit diesem Flaschen-Niacin einfach noch nie beobachtet. Und selbst der Flasch bedeutet, dass der Körper auf einmal eine Reaktion gemacht. Und was passiert da genau? Man wird knallrot. Hast du es schon mal ausprobiert? Nein. Du kennst es. Ja, ich habe es mal ausprobiert. Genau. Mit der falschen Dosis. Man wird knallrot und zwar vor allen Dingen erst im Kopfbereich und dann am ganzen Körper. Die Haut kribbelt, sie kann spannen, man kann ein kleines bisschen aufquellen und es ist ein bisschen wie Sonnenbrand. Und manche Leute finden es ganz toll und genießen es und manche Leute gerade beim ersten Mal finden es ganz furchtbar, aber das muss man einfach mal erleben und dann am besten jemanden dabei haben, der einen in dem Moment sagen kann, alles gut, geht vorbei, der dauert auch meistens nur eine Viertelstunde bis eine Stunde an. Also. Jetzt sind natürlich auch diese ganzen Entgiftungsprozesse ja auch eine seelische Entgiftung, würde ich mal sagen. Und die Leute werden ja über mehrere Tage von dir begleitet und da werden dann auch die Dosierung gesteigert. Wenn du das mal auch noch mal in Verbindung mit der Psyche erklären kannst und dann, wie die Sauna dann wirklich auch integriert wird in diese Prozesse. Also der Ablauf ist so, dass man das Niacin nimmt und 2,5 bis maximal 5 Stunden später macht man Sport und geht in die Infrarotkabine. Das ist so der grobe tägliche Ablauf, den man über 14 bis 30 Tage macht. Das muss ich jeden Tag machen. Das muss man jeden Tag machen. Dann Sport machen, wie lang? 20, 30 Minuten. Ah, okay. Und es ist je nachdem, ein Triathlet macht einen anderen Sport als jemand, der zu viel Gewicht hat und vielleicht 10 Jahre keinen Sport gemacht hat. Also das könnte auch mit Walking anfangen. Walking, Laufen. Oder so ein kleines Body-Workout oder sowas. Genau. Und danach in die Sauna. Und in die Sauna ungefähr 75 Minuten. Und wenn man eine Pause braucht, dann macht man eine Pause. Das ist jetzt ganz spannend, wenn ich kurz den Kurt fragen könnte. Schaffe ich es überhaupt 75 Minuten in der Sauna zu bleiben? Ich zum Beispiel bin immer 75 Minuten. Und weil viele ja dann auch sagen, es geht gar dann nicht oder mir wird es zu heiß. Aber wir wissen ja, es kommt ja drauf an, was man natürlich also, auch in der Sauna hat. Ich höre viel in den Beratungen, ja, ich war irgendwo in einem Hotel bei einem Freund, nach 20 Minuten musste ich raus. Das heißt, irgendetwas hat meinen Körper gezwungen,
die Kabine zu verlassen. Und meistens ist es so, dass die Kabinen eben sehr, sehr heiße Strahler haben, dass wenn ich dann in der Kabine sitze oder der Strahler rechts von mir ist, das einfach nicht mehr geht, weil die Haut nicht mehr mitmacht. Und da ist es wichtig, dass man eine Kabine hat, die erstens bequem ist. Da hast du eine Erfahrung gemacht auch mit meiner Kabine. Und die eben sehr viel Infrarot produziert, damit die Prozesse unterstützt werden, die aber nicht ein Klima erzeugt, wo man dann gezwungen wird, rauszugehen. Also wenn ich höre, ich muss raus, dann weiß ich, irgendwas ist nicht gut. Und also man kann auch länger drin bleiben, aber 75 Minuten ist jetzt das, was ich als Maximum anstrebe. Ich bleibe aber freiwillig 75 Minuten drin. Also ich mache auch das Niacin. Wir haben ja da andere Wege, das kann ich nochmal erklären. Ich bleibe 75 Minuten, weil jede Minute erhöht meine Körpertemperatur. Das heißt, produziert mehr Immunzellen. Und entgiftet. Mhm. Und darum genieße ich die, also eine 30-Minuten-Sitzung finde ich schade. Man fängt es an. Also lange Antwort, kurze Frage. Kein Thema, 75, das hast ja du auch erfahren. Genau. Und wenn es Menschen gibt, die vom Kreislauf nicht so stark sind oder hitzeempfindlich sind, dann ist es gar kein Problem, dass die eine kurze Zeit drin bleiben und entweder gehen sie dann raus und machen Pause und gehen dann wieder rein oder sie gewöhnen sich langsam an die Sauna. Das kann ich mir auch vorstellen, dass das bei deiner manchmal so ist. Gerade auch, und auch bei Menschen, die nicht so gut schwitzen. Nach ein paar Tagen gehen die Poren auf und die fangen in der Regel alle an zu schwitzen. Ja. Und da wollte ich mal fragen, was kommt denn da raus? Also wenn ich jetzt natürlich so ein B3-Unterstützer gebe, dann müsste ich ja einen Unterschied merken in dem, was ich schwitze oder dass man überhaupt schwitzt. Das ist ja schon mal ein guter Effekt. Mhm. Rauskommen finde ich. Also ich habe es nie selber getestet. Ich kann nur Analysen von anderen, wie von den Feuerwehrmännern in USA, da, mit denen wurde viel gearbeitet, da kam Mangan raus, da kam Kobalt raus. Also da kommen wirklich die toxischen Stoffe raus, die menschengemachten Stoffe, von denen ich ausgehe, dass da die Entgiftungsorgane nicht mit umgehen können, weil sie sind menschengemacht. Mhm. Oder manchmal liest man auch, die Entgiftungsorgane sind überfordert damit. Mhm. Und alles, was in den Fettzellen eingelagert ist, diese ganzen chemischen, menschengemachten Stoffe, die lieben Fett und die werden in den Fettzellen eingelagert, kommt über das Niacin oder Niacin in Verbindung mit Infrarotkabine oder auf längere Sicht auch, wenn man einfach auf Dauer in die Infrarotkabine geht, kommt das Ganze raus. Mhm. Und was du vorhin noch angesprochen hast, die emotionalen Sachen, es sind nicht nur, und das erfahren wir immer wieder, es sind nicht nur toxische Stoffe, es sind auch Emotionen, das kann ich nicht erklären, aber es ist einfach die Erfahrung, die sind abgespeichert und durch das Niacin werden die freigesetzt und durch die Kabine werden sie ausgeschwitzt. Und die Infrarotstrahlen gehen ja auch in die Haut rein und lösen direkt was aus dem Fett raus. Also es ist nicht nur das Niacin, sondern es ist auch die Infrarotkabine, die diese Stoffe löst. Und wir hatten es vorhin davon, dass wir beide schon erlebt haben, dass Menschen sogar gesagt haben, ich habe gewisse Ängste nicht mehr, mein Trauma ist weg. Ich habe selber erlebt, ich hatte das, was man im Englischen sagt, Anxiety, so eine ständige innere Unruhe. Mhm. Das ist seit meiner ersten Detox einfach weg, das ist gegessen. Also das kann ich bestätigen. Wenn die Leistung der Kabine stimmt, und das kann man ja auch testen, dann hatte ich auch Kundinnen, die sagen mir nach 4-5 Wochen, mein Trauma ist weg. Und ein Trauma hat man ja nicht erst seit 2 Wochen, weil das weiß man, emotionale Schocks, die manifestieren sich in den Zellen. Mhm. Das gibt auch eine Spannung in der Zelle. Und das stört auch den Energiefluss. Und das wird dann gelöst. Und so kann man auch entgiften. Und dann wird der Körper auch weicher, wird auch beweglicher. Und das andere, wo ich ganz klar sagen kann, Giftstoffe, Metalle werden rausgeschwemmt. Wir haben sehr viele, vor allem Frauen, die mir nach 3-4 Wochen berichten, die kommen dann wegen den Altersflecken, der Allensbach, meine Allensflecken verschwinden nach 3-4 Wochen, weil eben die Kraft der Kabine so hoch ist. Und das kann man ja auch nachvollziehen. Und das habe ich in einem Interview gesagt, die Altersflecken, die ja das Wort Alters haben, weil man mit Alter mehr ansammelt, die sind ja Schwermetallablagerungen, die sich dann entzünden. Das gibt dann eben diese Flecken. Und wenn dann die Kabine diese Flecken verschwinden lässt, dann ist das Material draußen, also die Schwermetalle. Und das ist für mich ein direkter Beweis, dass das funktioniert. Und der andere Beweis, ich habe ja vorhin gesprochen vom Messen. Ich mache ja
jedes Jahr meine Haarmineralanalyse mit der Schwermetallbelastung, das habe ich dir mal gezeigt, da ist ja nichts. Und ich habe jetzt aber andere Analysen vorliegen von anderen Körpern, auch teilweise deutlich 30 Jahre jüngeren Körper. Die sind im sogenannten normalen Mittelfeld. Für mich ist das normale Mittelfeld die Todeszone, sage ich mal. Ich bin zufrieden, wenn ich unten im unteren Bereich bin oder gar nichts mehr. Das ist so mein Maßstab. Und das ist für mich der Beweis, dass eben diese Schwermetalle, die kann man aus dem Körper schwitzen. Oder dann eben die Niere unterstützen und dann geht es mit der Niere raus. Also sogar, was genau wie rausgeht, kann ich jetzt auch nicht sagen, da bin ich zu wenig Spezialist. Aber dass es rausgeht, das kann ich sagen und zwar wirklich alle. Alles, auch das Aluminium geht alles raus. Super. Wollte ich gerade noch hinzufügen, dass es, glaube ich, auch ganz wichtig ist zu unterscheiden zwischen Menschen, die gut entgiften und Menschen, die schlecht entgiften. Gute Entgifter kriegen, welche Stoffe auch immer da sind, einfach besser über die natürlichen, also über unsere Entgiftungsorgane aus dem Körper raus. Und ich finde es bei Menschen wie bei mir. Bei mir hat keine Entgiftungsmethode wirklich geholfen, bis auf die Deep Detox. Wir müssen über die Haut gehen. Wir müssen das ausschwitzen. Und wenn jemand eben jetzt sagt, jetzt schnell eine Veränderung und richtig tief gehen, selbst wenn man schon gefastet hat und Chelation gemacht hat und andere Sachen gemacht hat, dann lohnt sich total die Deep Detox. Und wenn jemand sagt, ich mache langsam, ich gönne mir jede Woche, jeden Tag was Gutes, dann lohnt es sich einfach, sich eine Infrarotkabine zu kaufen und nur in die Kabine zu gehen. Also es gibt wirklich diese beiden Möglichkeiten, dieses langsame, sanfte und dieses so jetzt, ich habe mich nicht wirklich entgiftet, jetzt mache ich es mal schnell und tief. Aber dieses Entgiften über die Haut finde ich unerlässlich, auch wenn man fastet. Ich sage jedem, der fastet, geh in die Infrarotkabine. Muss raus. Genau, weil beim letzten Mal kamen auch diverse Fragen, ja, kann ich das auch alleine machen, die Deep Detox? Da sage ich immer, Deep Detox, bitte nicht alleine, gehen Sie zu Nicola. Und die wird Ihnen sagen, wie das geht. Und wenn Sie das nicht machen wollen oder nicht machen können oder Distanz oder was immer, dann gibt es die Infrarotkabine, da brauchen Sie keine Begleitung. Also die Nicola hat es gut erklärt. Ich habe den Weg Infrarotkabine, Nicola hat Deep Detox mit Infrarotkabine, beides funktioniert. Jeder kann selber entscheiden, aber bitte Deep Detox nicht selbst machen und dann irgendwie Feuerwehr, dies und jenes ist passiert, weil das hat sie ja gut erklärt, das darf man nicht alleine machen. Und viele Wege führen nach Rom und dazu den schlechten Giften. Es ist ja so, dass, mache ich das 12 Jahre, es kommen ja teilweise Leute wirklich schwer belastet. Und wenn der Körper schwer belastet ist, dann ist auch das Entgiftungssystem belastet. Ein belasteter Körper kann schlecht entgiften, das ist leider der Teufelskreis. Und da braucht es dann von außen eine Kraft. Und die Infrarotkabine oder die Deep Detox, das sind Kräfte, die dem Körper Helfer zur Verfügung stellen, seine Grundfunktionen zu erfüllen. Und so kann man dann die Leute wiederholen. Aber jemand, der wirklich also diverse chronische Beschwerden hat, das, wenn man da nichts macht, dann geht es entweder gar nicht oder runter oder ganz, ganz langsam, da muss man was machen. Und für das haben wir eben diese Technik und diese Methoden entwickelt. Wie ist es denn, wenn jemand sich bewusst auch mal vergiftet hat, ja, wenn er sagt, hier hat geraucht oder Alkohol getrunken und möchte jetzt wirklich den Körper davon befreien? Aber wir kennen das ja alle auch immer wieder, dieses Thema von Süchten loskommen, ob das jetzt eine Putzsucht ist oder Rauchen oder was auch immer. Ich meine, so. Gibt es ja viele Süchte, jeder hat ja irgendwo vielleicht was. Gesundheitsschädigenderes oder Neutrales. Aber gehen wir mal auf die körpervergiftenden Süchte ein. Durch eine Entgiftung ist es sehr viel leichter, die Süchte loszuwerden. Es ist immer wieder die Erfahrung. Es heißt nicht, ich mache die Infrarotkabine ein halbes Jahr oder ich mache eine Deep Detox und dann bin ich das los. Aber die Erfahrung zeigt, dass man leichter davon wegkommt. Also meine Sucht ist Schokolade. Ich esse inzwischen wesentlich weniger Schokolade. Ich esse sie noch, aber es ist nicht mehr so nötig. Und die Deep Detox wurde entwickelt, um Leuten, die den Entzug bzw. die Phase nach dem Entzug zu erleichtern. Also es macht total Sinn, dass wenn die Giftstoffe werden ja, Fett wird ja immer wieder abgebaut.
zur Energiegewinnung. Und dadurch werden die Giftstoffe immer wieder frei. Und wenn in diesem Fett, was aus den Fettzellen geholt wird, was zur Energiegewinnung gewonnen wird, diese Suchtstoffe sind, dann ist das wie immer wieder ein kleines, hey, Alkohol, Schokolade, guck mal. Das ist wie eine Erinnerung. Und wenn die sauber sind, dann kommt diese Erinnerung nicht mehr so. Auch das ist jetzt nicht wissenschaftlich bestätigt, sondern das ist so mein Empfinden, mein Gefühl. Und ich kenne auch Menschen, die zum Beispiel ein Alkoholproblem haben, die für die Detox aufgehört haben, die dann eine Zeit lang danach keinen Alkohol getrunken haben, wieder angefangen haben. Mhm. Und dann kommt aber ganz oft eine Zeit, wo sie sagen, so, und jetzt möchte ich die Detox aber nochmal machen. Mhm. Ich möchte jetzt davon wegkommen, und dann macht man den nächsten Schritt. Also das ist auch die Deep Detox, kann man, wenn man sie einmal gemacht hat, alleine machen. Infrarotkabine macht man sowieso selbstständig. Das kann man sich dann immer wiederholen und immer wieder sich selber diese Unterstützung geben. Auch im Sinne von der Selbstfürsorge, was ja auch gut ist, um Süchte sein zu lassen. Ja, ja, also meine Erfahrung ist, durch die konstante, regelmäßige Entgiftung, eben mit Infrarotkabine, braucht man 2-3 Mal die Woche. Und der Körper wird eigentlich, genau wie er sich vergiftet, langsam entgiftet. Und dadurch steigt auch eine Körperwahrnehmung wieder, die ja durch die Vergiftung verloren geht. Also man spürt den Körper eigentlich nicht mehr so gut und darum spürt man auch nicht, was man sich antut. Und ich kenne Fälle von Menschen, die sagen, ich habe meine Essgewohnheiten nach einem halben Jahr geändert. Ich weiß gar nicht wieso, aber logischerweise, weil eben das die Empfindung steigt. Das heißt, ich spüre, tut mir jetzt die Schokolade gut, und Schokolade kann ja auch gut tun. Ist ja nicht so, dass du nichts mehr isst. Mhm. Oder ist es das wirklich so toll, am Abend um 10 Uhr noch ein Glas Rotwein zu trinken? Oder nimmt es mir Energie? Man spürt dann, was das Nahrungsmittel mit einem macht. Und so kann man parallel, also durch die Sensibilität plus durch das Entgiften der Teile, die eben die Sucht festhalten, kann man ganz normal, ohne Zwang, kann man sein Leben wieder richten. Es muss auch nicht sein, dass man ganz aufhört mit dem Rauchen. Vielleicht sagt man, okay, vorher war es ein Päckchen, glaube ich, 20 Zigaretten sind drin, ich weiß ja nicht so. Und heute sind es vielleicht noch 5. Sage, okay, also 15 minus, gibt ein paar Jahre zusätzlich. Das ist meine Erfahrung. Gut. Es ist ja schon ein komplexes Programm, ja, weil jeder denkt natürlich, dann nehme ich ein bisschen B3. Mhm. Da gehört ja so ein richtiges Vorbereitung, Nachbereitung, auch eben Telefonate mit dir, weil die Leute ja auch durch diese Entgiftungsprozesse gehen. Was kann da alles hochkommen? Da kann alles hochkommen. Da kann alles hochkommen, und deshalb braucht es eine Begleitung, wie ihr schon gesagt habt, und es muss langsam geschehen. Da kann hochkommen von, und ergänz einfach, weil du kennst das von der Infrarotkabine auch, wenn man mal eine Verletzung hatte, kann das nochmal anschwellen. Wenn man irgendwann starke Schmerzen hat, von der PDA kommen oft nochmal Rücken- oder Beinschmerzen raus. Wenn man Brain Fog hat, kann der schlimmer werden. Wenn man emotionale Sachen hat, dann können die hochkommen. Ich hatte jetzt neulich zum Beispiel jemand, der hatte vor ein paar Jahren Burnout, und da sind die Burnout-Symptome nochmal hochgekommen. Und da ist es dann auch ganz wichtig, dass ich dabei bin und sage, geh in die Kabine, geh länger als sonst, danach wird es besser sein. Und das kennst du auch, man hat irgendwas, man geht in die Kabine und danach ist es besser. Und der Kunde, die hatten eine Kabine von dir, da wusste ich einfach auch. Das funktioniert ja, dann. Genau, und dann hat mich seine Frau danach angerufen und hat gesagt, der Schalter ist umgelegt, der ist wie ausgewechselt. Es war noch nicht ganz fertig, was kann sein? Kopfschmerzen, Übelkeit, Durchfall. Der Schlaf kann erstmal unruhiger werden. Leichte Erkältungssymptome. Okay, also da tut sich schon was, ja. Und das ist natürlich auch immer schön, wenn man jemand an der Seite hat und sagt, hier, da stimmt was nicht. Das ist total wichtig. Einmal eben, diese Steigerung des Niacins ist ganz individuell. Es gibt Menschen, da steigere ich 50 Milligramm am Tag. Es gibt Menschen, das sind 100 Milligramm am Tag. Und ich muss aber auch schauen, ist es eine Entgiftungserscheinung, die der Mensch hat oder nicht? Weil wenn es eine ist, dann bleiben wir auf dem gleichen Niveau. Und es gibt aber auch Menschen, da sage ich irgendwann mal, jetzt mach mal einen 300er Sprung oder mach mal einen 400er Sprung. Weil ich einfach sehe, die kommen damit klar, die haben nicht so starke Entgiftungserscheinungen, die nehmen gut ab. Und dann kann man das machen.
Und es ist eben wichtig, dass ich dabei bin. Es ist nicht sehr häufig, aber es ist immer wieder, dass einfach was kommt, was einen wirklich überfordert. Mhm. Und selbst wenn es nur zarte Sachen sind, selbst wenn jemand kommt und sagt, oh, mein Sohn sagt, ich bin so aggressiv. Mhm. Ja. Also, dass ich dann sage, okay, halt die Aggression für dich, das ist eine Entgiftungserscheinung, das bist nicht du, das ist nicht dein Sohn. Mhm. Geh in die Sauna. Geh in die Sauna. Halt dich zurück. Steiger das Niacin nicht. Mhm. Das ist total wichtig. Mhm. Und sowas, ich glaube, so stark kommt es bei der Sauna nicht, weil die Entgiftung einfach nicht so, weil sie ganz graduell ist. Es passt ja. Das Deep Detox ist begleitet. Und weil es eben ein Schub ist, kommt auch mehr. Bei der Infrarotkabine emotional, das geht so ein bisschen unter dem Radar. Mhm. Also plötzlich eben sagt man, okay, es ist was anders, ich weiß gar nicht woher. Was eh häufiger ist, dass zum Beispiel alte Verletzungen, jemand fällt vom Baum runter vor 20 Jahren und plötzlich nach zwei, drei Wochen ruft er mich an, meine Schulter schmerzt wieder. Mhm. Okay, Mikroentzündung, hat es 20 Jahre lang im Untergrund gearbeitet, kommt jetzt hoch, ich habe eher diese Sachen emotional. Eben natürlich die schönen Sachen, wo Sachen sich auflösen, Traumata, habe ich schon erfahren. Aber wie Nicola sagt, das läuft, weil es eben sehr, sehr langsam ist, läuft ein bisschen unter dem Radar. Sicher auch gut, weil die Leute dann teilweise eben vielleicht Angst hätten, wenn niemand sie begleitet. Körperlich weiß ich zum Beispiel, wenn jetzt jemand mit Autoimmunerkrankungen kommt, dass da der Körper reagiert. Bei mir sind es dann mehr so die Begleitungen, weil körperlich was passiert. Mhm. Oder zum Beispiel fängt es an zu kribbeln. Leute mit künstlichen Gelenken, da fängt es meistens an zu kribbeln, weil beim Übergang von Metall zum organischen Material Mikroentzündungen noch bestehen nach der Operation. Die werden dann rausgewaschen. Bei mir sind es dann eher so Themen. Mhm. Ja, ja, schöne Kombination. Ja, genau, eben, sage ich. Ja, alles super. Richtig platziert, ja. Mhm. Ja, die Sauna ist eben ganz wichtig, weil wieder es geht darum, die Giftstoffe über die Haut loszuwerden. Mhm. Ja, und dann halt wirklich eine auch haben, wo man auch entgiftet wirklich und eben diese 75 Minuten überhaupt drinnen sitzen kann, dann. Ja, also wenn man sich da doch noch informieren möchte, ja, wirklich sagt, hey, jetzt weiß ich aber immer noch nicht, wie muss die Sauna aussehen, wie läuft so eine Detox ab? Gibt es da Möglichkeiten, sich zumindest mal zu informieren und reinzulesen? Also eben, ich lade alle ein, dass sie sich informieren können auf unserer Webseite www.alvaspa.ch. Du wirst es auch noch verlinken. Wichtig ist einfach, das sage ich, es gibt viele Coaches, es gibt viele Kabinen. Vergleichen Sie. Testen Sie, schauen Sie sich einfach das genau an, was es für einen Eindruck macht. Und man spürt, ob der Coach sympathisch ist, man spürt aber auch, ob die Kabine was taugt, wenn man sie testet. Das bieten wir an. Wir bieten ja auch an, dass man die Kabine 6 Wochen testen kann. Haben einige Kunden von dir natürlich auch schon Gebrauch gemacht, weil man nicht an die Katze im Sack kaufen kann. Also wie beim Skifahren, wir haben vorher diskutiert, wir haben beide Ski getestet. Warum? Weil ich dem Ski nicht ansehe, was er kann. Wenn ich ihn aber auf dem Fuß habe und fahre, dann mache ich das und dann gebe ich auch gerne 1.000 Euro aus für den Ski, weil er Spaß macht. Und das soll man auch bei der Infrarotkabine machen. Und wenn man sich einen Coach aussucht, führt man auch ein Telefonat. Und wenn es sympathisch ist, macht man den nächsten Schritt. Wenn es nicht sympathisch ist, macht man keines. Ganz einfach ausprobieren, wo habe ich die größte, kriege ich am meisten zurück für das Geld, das ich ausgebe. Ganz einfach. Und bei der Deep Detox, wenn man sich da noch informieren möchte mit dem ganzen Thema? Wenn man sich da informieren will, findet man auf viel wundervoll, wie das englische Fühlen und dann wundervoll.de Informationen und gerne einfach einen kostenfreien Beratungstermin mit mir ausmachen. Ich rede da gerne. Schön. Und erzähle. Super. Und erkläre alle Fragen. Ja, vielen Dank euch beiden. Gerne. Wichtiges Thema. Und danke auch. Bis hoffentlich bald mal wieder. Ja, sehr gerne. Ja. Danke. Sehr gerne. Danke. Liebe Zuschauer, Thema Entgiftung, ein Dauerbrenner-Thema, weil wir doch von so vielen Giftstoffen doch überlagert werden und jeder sucht so ein bisschen die ideale Form, sich davon wieder zu befreien. Ich hoffe, Sie konnten einiges mitnehmen. Bedanke mich sehr fürs Zuschauen. Bis bald. Tschüss.